Jawohl, ihr Lieben, willkommen zu einer Runde Slime Tree K, einem Roguelike, was ziemlich hektisch ist und wo wir einen Schleim spielen und den mit Waffen ausstatten. Ist echt witzig gemacht, macht übelst Laune und will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ohne viel zu sappeln, wir hüpfen direkt rein. Man kann sich hier am Anfang ein paar Slimes aussuchen, ich habe noch nicht alle freigeschaltet. Aber ich fange mit dem mit der Knifte an, der Standard-Slime. Und nie, Fun Fact, hier oben, wenn ihr Auswählen drückt oder wenn ihr im Hauptmenü seid, könnt ihr hier Aufwertungen machen. Mega-Tipp vorweg, macht es. Macht es einfach. Vertraut mir, macht es einfach. Genauso wie dem Ganzen hier einen Daumen nach oben geben. Macht es einfach. Sorry. Nein, gut, wir hüpfen rein. Wir hüpfen einfach direkt rein. Kleines Ding noch, man kann sich auch Decks zusammenstellen. Man schaltet immer mehr Waffen und Sachen frei und kann sich damit ein Deck zusammenbasteln. So ist für jeden quasi was dabei. Ne, man ist nicht so auf ein Ding gezwungen, sondern man hat hier alles Mögliche. Ne? Hier sind Pfeile, hier ist eine Pistole, hier ist ein paar Nägel, alles Mögliche. Und renn in die Olga. Wir starten in Dornenmaul, das ist Stufe 4. Die anderen drei habe ich schon gespielt. Und dieses Spiel ist schlimm. Es ist schlimm. Ist genau dasselbe wie mit der Lautstärke. Fun Fact. Ihr tötet Gegner, levelt dadurch auf. Ja, es droppt auch immer Leben und so weiter und so fort. Nach jedem Level ab kommt so ein Kaufshop. Da habt ihr am Anfang immer ein paar Punkte. Und über die Punkte kauft ihr euch quasi ein neues Perk. So, oh, praktisch. Ich nehme die Zombies und hüpfe direkt weiter zum nächsten. Hier gibt es auch fette Bosse zwischen, die alles andere haben, alles andere wollen, außer euch wohlgesonnen sein. Oh, da guck mal, da können wir direkt alle drei kaufen. Alle drei. Dadurch, wenn ich drei Stück gekauft habe, kriege ich ein Upgrade auf Stufe 2. Habe ich drei Stufe 2 Upgrades gekauft, kriege ich ein Upgrade auf Stufe 3. Das ist jetzt hier mein Stand aktuell Maximum. Oh, hier gibt es auch gleich den Slime, den will ich haben. Das Auge nehme ich nochmal mit. Und wenn ich im Shop die Punkte nicht ausgegeben habe, dann habe ich sie hier oben. Wichtig ist halt Leben, Leben, Leben. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht wegholzen, weil das geht relativ schnell. Einmal nicht aufgepasst, zack, da wurde es dunkel. So, hier haben wir zum Beispiel Sparschwein. Steht doch immer drunter. Wenn du das bis zum nächsten Laden als aktive Fähigkeit behältst, kannst du es für 4 Münzen verkaufen. Kann man mal mitnehmen. Ja, kann man sich mal gönnen. Die Bungee-Box hier bummt. Also die macht Bumm. Bungee-Box hier Bumm, Alter. So, können wir einmal aufwerten hier. Dann kriegen wir noch einen zusätzlichen Punkt. Hier kaufen wir uns auf jeden Fall noch die beiden Zombies. Dann kriegen wir zumindest schon mal ein bisschen Nachschub. Ui! Latsch, einmal auf den dicken Boss raufgeäumelt. Und, oh, Zombies. Wir brauchen Zombies. Wir müssen die Zombies maximieren. Und wir brauchen Slimes. So, hier einmal rein. Klatsch, bumm. Das scheppert immer ordentlich. Finden die gar nicht geil. Aber die hat ja auch niemand nach ihrer Meinung gefragt, nicht? So, sieht jetzt am Anfang noch so Larifari aus. So, ach, das ist ja nix. Klack, Stufe 3. Unsere Zombies sind auf Max-Level angekommen. Und die DNA immer schön einsammeln, wenn ihr sie seht. Die braucht ihr nämlich zum Leveln im Hauptmenü. Bam, da ist der nächste. Die Bosse sind auch immer geil. Da gibt es auch immer so einen lecker Shop von. Hier, dann kaufen wir den noch. Ich kann bei Slimes nicht einfach vorbei. Das geht nicht. Oh, hier können wir uns noch ein Auge gönnen. Einmal umdrehen. Gönnen wir uns noch einen Slime. Und ihr seht, man kriegt relativ viel an den Kopf geworfen. Relativ viel an den Kopf geworfen, weil die halt relativ Lust haben, uns an die Wäsche zu gehen. So, hier können wir einmal den Shop aufwerten nebenbei. Und dann kaufen wir uns einen Slime. Nee, wir kaufen uns das Herz. Das Herz hier ist geil, weil das gewährt beschworene Kreaturen 50% mehr Lebenspunkte. Und wie wir die Möglichkeit haben, das mitzunehmen, nehmen wir das natürlich mit, weil wir arbeiten hier gerade relativ viel mit irgendwelchen Viechern. Mach mal weg da, danke. So, da holen wir uns gleich den nächsten Slime.
Lassen die 6 Punkte. Was können wir noch machen? Können wir uns noch ein Auge kaufen? Oh, was ist er hier? Den kenne ich noch nicht. Riesene brennende Stückchen der Finsternis umkreisen den Schleim. Kenne ich selber noch nicht, hole ich mir aber direkt. So, und bam! Upgrade Stufe 3. Die Augenwerfer sind auf Stufe 3 geupgradet. Da freuen wir uns drüber. Ihr seht, da machen wir auch direkt die Gatling Gun. Den wollte ich noch nicht auswählen. Hier, da können wir hier nochmal rein. Da kaufen wir noch ein paar Slimies. Kaufen wir noch ein Slimy. Stufe 3. Kaufen Leben. Da hinten ist noch ein Shop, da rennen wir direkt hin, solange wir noch die Möglichkeiten haben. Ja, hier, nimm mit, Alter. Nimm doch mal mit. So, die Schrotflinte nehmen wir nicht mit, da habe ich gerade keine Lust zu. Dann können wir lieber hier noch ein bisschen Geld, uns ein bisschen Geld saven. Da haben wir auch noch ein Sparschwein, da haben wir auch noch ein Sparschwein. So, da haben wir jetzt 9 für ausgegeben und kriegen 13. Also auch da lohnt sich das Aufleveln. Wichtig ist halt immer auf die Lebenspunkte achten. Weil die sind schneller weg, wie man gucken kann. Und das macht relativ wenig Oh, her damit. Her damit. Stufe 2. Was kann er jetzt? Verursacht 10 Schaden. Man kann sie auch wieder verkaufen. Mache ich jetzt mal nicht. Oh, meins. So, Geld erfolgreich ausgegeben. Ab nach oben. Wir gucken mal, was der Shop da oben zu sagen hat. Und snacken uns auf dem Weg nach oben nochmal ein bisschen DNA. Oh, da muss man aufpassen. Die sind assi. Katanisieren einen, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Bam, 2. Ja komm, spring durch da. So, da können wir noch... Oh, guck mal hier. Bam, Stufe 3. Jetzt kriegen wir 42 Münzen. Dann verkaufen wir nochmal unsere Pistole. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh ja, ja, bumm. Dauert natürlich immer eine Sekunde, bis man selber wieder am Start ist. Macht aber auch nichts. Können wir nochmal ein bisschen aufwerten. Haben natürlich vergessen, jetzt das Ding zu verkaufen. Da ist hier schon wieder dieser Ekeltyp. Einmal ins Leben rein. Einmal ins nächste Leben rein. Ihr seht, da ist relativ viel los hier. Also die wollen richtig. Die wollen richtig. Hier nochmal in den Shop, dann können wir den einmal verkaufen. Jetzt haben wir 52. Da kaufen wir nochmal schnell das Herzchen. Rerollen wird übrigens teurer mit der Zeit. Hab noch nicht gefunden, wo steht, wie teuer das nächste Mal Rerollen ist, aber es wird anscheinend teurer. Kaufen! Na, kriegen wir noch einen? Ja, her damit. Bam, Herzchen Stufe 2. Das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Einmal rerollen wir noch. Bam. Eingetütet. Damit unsere Typis hier mal ein bisschen länger durchhalten. Und kabumm. Jo, und kabumm. Da ist der nächste Shop. Und da oben will ich rein. Oh, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Und kabumm. Oh Gott, jetzt aber schnell weg hier. Da nochmal einmal rein. Da kaufen wir uns direkt. Hallo? Ich möchte dich gerne kaufen, danke. Einmal rerollen wir noch. Ist nichts bei, wo wir gerade sagen wollen, wir haben. Sondern wir wollen ja erstmal maximalisieren hier. Da oben ist noch ein Bonschi. Da hat er erstmal eine kassiert. Hui! Zwischendurch gibt es diese Temposchilder, die sind auch ganz witzig. Dadurch kriegen wir einen kleinen Temposchub. Oh, den Laser kaufen wir. Den gönnen wir uns. Er will unbedingt, dass wir uns das MG kaufen. Ich würde aber am liebsten noch ein Herz haben. Schwierig. Das können wir nochmal upgraden. Bam, Stufe 3. Die hässlichen Dinger hier. Kriegen zum Glück relativ gut in die Schnauze. Und dann latschen wir munterfröhlich rechts runter. Ich finde das Spiel absolut witzig. Also ja, es ist ein bisschen hektischer.
Aber ist jetzt nicht so, dass man sagt so, oh mein Gott, was tue ich denn jetzt? Sondern, yo, Attacke. Oh, da kommen die Bosse. Die Bosse kommen. Und kabumm. Machen wir mal wieder einen Shop auf hier. Oh, weg da. Was gibt's hier Schönes? Das Herz. Oh, ja, hier kommt. Nein. Naja. Wir haben noch ein bisschen Laser. Oh, Laser wieder abgehen. Oh, da haben sie mich aber mit einer ganz ekelhaften Ecke gedrückt. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir mal rauskommen aus der Ecke. Ist ja absolut uncool. Da ist noch ein Shoppy-Shop. Ist er hier? Alle 4 Sekunden schießen wir irgendwas Brennendes raus. Nehmen wir mit. Er will mir unbedingt die Knifte hier andrehen. Da ist er hellauf begeistert von. Ich aber nicht. Oh. Bis jetzt läuft er noch ganz gut. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Letastisieren einmal. Nö. Sparen uns die Kohle lieber, damit wir vielleicht nochmal aufwerten können. Da sind die ganzen Bosse gerade hinter uns. Und tschüss. Gehen wir mal hier unten lang. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Jetzt wäre cool, wenn so eine Wand kommen würde. Ja, schön. Ah, er zielt immer in die Richtung, in die ich gucke. Das müssen wir uns auch verinnerlichen. Dieser rote Laser, dieser Laserstrahl zielt immer in die Richtung, in die wir gucken. Wir müssen hier raus aus der Ecke, sonst haben wir gleich ein Problem. Also es ist viel Koordination, auch mit den Händen. Hier können wir einmal aufwerten. Jetzt haben wir 32, 32, 25, 9 und 2. oh shit, nicht gut, gar nicht gut, ganz und gar nicht gut. Leben, wir brauchen noch mehr Leben. Und schnell hier durch und den einsammeln und ein Schild und oh. Eine Klaue, was kannst du? Projektile fügen jedem Gegner jedem zusätzlichen Ziel mehr Schaden hinzu. Ich weiß gar nicht, zählen die Augen als Projektile? Ja, Cursor, Schrotflinte und durchschlagend. Schusswaffe, Schrotflinte, Cursor, Flächenschaden, nix Bände. Was haben wir hier? Nehmen wir. Und weiter im Text. Oh, gleich wird's dunkel bei uns, wenn wir da nichts machen. Oh, 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 kabumm! Lauf doch, so lauf doch! Save the life! Leben und noch mehr Leben! Cooldown, Feuer! Und noch mehr Leben! Und da ist ein Shop! Oh Gott, kriegen wir den? Heurika! Hier. Bam. Upgrade. Was ist er hier? Beschwört alle 4 Sekunden einen Untoten. Nehmen wir. Ist zwar noch im Offline-Ding drin. Das können wir noch nicht verwenden. Das kann sich aber jederzeit ändern. Wir brauchen theoretisch nur einen von diesen. Da haben wir ihn. Bam. So. Jetzt haben wir noch einen dazu. Jetzt kriegen wir alle 4 Sekunden noch einen Untoten mit Fangarmen. Kann man ja auch nicht nein sagen, nicht?
So, machen wir mal ein bisschen. Bumm. Los, weiter, 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 weiter. Oh, nee, 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 nee. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Uiuiuiuiuiui, das fand ich clever. Das war absolut nicht clever. Was ist er denn? Dann verkaufen wir das, dann haben wir dieses Projektilteil mit drin. Kaufen wir uns den hier auch nochmal mit zu, auf Stufe 2. Ja, das Auge ist jetzt natürlich wieder mit drin im Pool, das brauchen wir aber erstmal nicht mehr. Oh mein Gott, 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 Leben, wir brauchen Leben und Schild. Das Ding hier ist eigentlich komplett useless. Dann müssen wir selber zielen, das ist komplett useless. Kann ich so gar nichts mit anfangen. Dann müssen wir zwar auch selber zielen, aber das Ding haut wenigstens mal ein bisschen die Menge rein. Apropos die Menge rein, Überraschung. Oh, nur mal schnell weg hier. Da ist wieder Leben, da ist ein Bonbon. Kabumm. So, gleich zum nächsten hier. Irgendwas Brauchbares mit Zwischen. Finde ich A-Klasse. Hier den noch mitnehmen. Und weiter im Text. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wir brauchen dringend Leben. Da ist noch ein bisschen Leben. Hier ist noch ein bisschen Leben. Da ist noch mal ein Laden. Puh. Hier, kaufen. Und kaufen. Bam, Stufe 3. Irgendwie müssen wir uns hier durchmogeln. Ja, da sind nur Sparschweinchen. Also ihr seht, das gar nicht mal immer gut, wenn man das nur hat. Ui, 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 ui. So, erstmal ein paar Wegäumen hier. Wer bist du? Augen zu verschießen ist praktisch. Man muss gar nicht mehr zielen. Cool, oder? Hä? Zielsuchend. Jetzt kriegen die zielsuchend? Jetzt kriegen die ollen Augen, kriegen jetzt zielsuchend, euer Ernst? Na dann, gib her. Schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. Boah, dann wird, das ist aber... ist aber böse jetzt. Im Lager deaktiviert. Abklingzeit 0,5 Sekunden, Schaden 30. Das wäre jetzt ja natürlich genau das, was wir brauchen, ne? Boah, ist das böse. Was verkaufen wir denn jetzt? Ja, hier, das muss weg. Dann können wir nochmal leertastisieren. Nochmal leertastisieren und beten, dass wir von dem hier nochmal was nachkriegen. Dass wir den auf Ulti setzen können. So, einer fehlt noch. Ist natürlich super. Jetzt können wir so lange Leertaste spammen, bis wir das Passende finden. Da haben wir es. Und Katsching! So, dafür haben wir den dann auch. Jetzt wäre natürlich die Frage. Was will es? Oh lol! Ja, was kaufen wir? Ich wollte eigentlich erstmal sparen nochmal eine Sekunde und gucken, ob wir da nicht eventuell mal ein Upgrade reinsammeln, damit wir die roten Sachen kriegen. Naja, jetzt wird der zumindest schon mal ein bisschen angenehmer hier. Vom Schaden her, weil die alle hier unten rumgammeln. So, Feuer, 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 Feuer. Gleich hier wieder Vollgas. Damit wir hier an den Dings reinkommen. Was kriegen wir hier? Hier ist gleich der nächste.
Gehen wir nochmal so ein guten Ding. Das ist er hier. Beschwört alle 4 Sekunden einen Untoten mit mechanischen Fangarm. Gehorsamer Doc, den kennen wir ja schon. Hier ist nochmal ein Bonchi. Da klatschen wir nochmal mit dem Bonchi rein. Dann fliegen wir hier nochmal rein. Das ist nicht so gut. Was ist er hier? Fertigkeit mit Flächenschaden, Dosengegner zurück. Im Lager deaktiviert. Ihr wollt mich veräppeln. Ihr wollt mich absolut trollen, wollt ihr mich. Oh, shit, 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 Leben, Leben, nach oben. Noch mehr Leben. Noch mehr Leben. Das wird nix. Das wird nix. Wir beißen gleich ins Gras. Wir pören schon zum Leben runter. Oh, wir haben das Leben noch gekriegt. Gott sei Dank. Oh. Ha, 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 ha. Bam, Doc auf Stufe 2. Und hier ist noch einer. Ja, also. Oh, das ist nochmal Leben. Ein Schild. Wir müssen hier raus. Ist ja ekelhaft. Ja, Fertigkeit mit Flächenschaden stoßen Gegner zurück. Ist witzig. Leider nicht unser Metier. Und da kommt der Boss. Und wir haben viel zu wenig Leben. Das ist ein Shop. Den nehmen wir. Komm schon, gib mir noch einen. Oh, Leben, da oben ist wieder Leben. Hier ist Leben und hier ist jede Menge Leben und hier ist Leben und oh ja, jetzt geht's auch wieder in die richtige Richtung. So, mach mal die Dinger hier weg. So, was haben wir hier noch Hübsches? Schwierig. Der ganze Bums muss halt immer ausgerüstet sein. Das ist die Krux dahinter. Ich hätte schon ganz gerne noch einen von den Eumeln hier. Mäh. Das nehmen wir auch sehr gerne mit. Da oben ist noch ein Shop. Ja, da haben wir noch einen. Dann können wir den theoretisch verkaufen. Boah, die müssen wir auch upgraden, ne? Davon brauchen wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen den erstmal upgraden hier. Lol! Noch mehr Leben. Naja, wir kommen doch gegen an. Ach, das sind unsere. Ich denke die ganze Zeit, das sind Gegner. Oh, die Roboter sind aber gut. Dann haben wir ja quasi nur noch den Boss hier. Wenn sie gegen alles andere gegen ankommen. Wo ist er denn? Da oben. Komm mal her, Dicker. Dicker, komm mal kurz her, bitte. Ja, genau, so ist fein. Und stehen bleiben. Liste. Ja, genau, renn dagegen, renn dagegen, renn dagegen. Sehr gut. Überraschung. Oh, das hat ihn gar nicht interessiert. Das bin ich ja fast schon enttäuscht, ne? So, dann machen wir ihn weg. Gewonnen. So, jetzt kriegen wir ein bisschen neues Spielzeug, Leute. Wir kriegen ein bisschen neues Spielzeug nach. Radadadadad. Radadadadadad. Und hiermit? Wir haben ein gesundes Fett. Jede mit Nahrung markierte Fertigkeit deines Inventars gewährt dir 200 Lebenspunkte und erhöht den Schaden von Fertigkeiten mit Cursor-Ziel um 50%. Ja, danke. Nett. Nett, nett. So, was haben wir? Wir haben 18. 18. Der Schlamm kann Gegner Schaden zufügen, indem er sich über sie hinweg bewegt. Das ist, müssen wir nicht drüber reden. Ich muss da sowieso mehr rein. Eurige Stückchen Finsternis schießen jedes Mal aus dem Schleim hervor, bevor du einen Bonus einsammelst. Das nehmen wir auch mit. Also ihr seht, diese Aufwertungen sind schon übelst wichtig. Und wir haben einen neuen Schleim frei. Wir haben jetzt ihn hier.
Weniger LP, aber höheres Bewegungstempo. Alle zielsuchenden Projektile durchschlagen das erste Ziel. Probieren wir aus. Gehen wir direkt rein. Wir lassen alles so, wie es ist. Da wird nichts geändert und nicht. Ja, geil, die durchschlagen die Ziele. Das wird witzig. Das wird aber extremst witzig. Vielleicht können wir das maximieren. Schwitz mir ein Wolf, Alter. Vielleicht können wir das maximieren. Jetzt kommt die hässlich natürlich um die Ecke. Hier haben wir schon mal einen Shop. Nehmen wir den Klassiker. Oder rerollen wir. Wir rerollen. Das mache ich jetzt bewusst. Ich hätte jetzt normalerweise die Zombies mitgenommen. Aber ich will die Augen maximieren. Ich will die Augen aufs Maximum haben. Oh lala. Ach, das geht auch, wenn wir die Dinger einsammeln. Das ist ja witzig. Bam, Stufe 2 die Augen. Hier stehen noch ein paar Kanonen rum. Augenstufe 3. Einmal aufwerten, haben wir einen Platz mehr. Na, versuchen wir mal ein bisschen was anderes. Einfach mal ausprobieren. Also ich möchte die Augen erstmal maximieren, weil die ja jetzt die Gegner durchschlagen. Jetzt haben wir sie maximiert. Jetzt werde ich erstmal auf Aufwerten drücken. Und werde versuchen, so schnell wie möglich hier erstmal die Dinger zu maximieren. Es kann sein, dass das jetzt tierisch schief geht. Aber ich würde halt schon ganz gerne, das einmal austesten. Och, du Scheiße, wer bist du denn? Um Gottes Willen, was ist denn bei dir los? Wir machen noch Schaden, wenn wir durch Gegner durchhuschen, ne? Hier wird einfach alles mit Kanonen zugespammt langsam. Was ist denn hier los? Flump, 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 flump. Ja, DNA nehmen wir mit. Ja, ich hätte ja aber nicht sehr nett von denen. So, was kriegen wir hier? Alle Projektile, die Zielsuchung sind. Nahrung. Riesige brennende Stückchen Finsternis im Kreis in Slime. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, weil wir das mitnehmen. Ja, aber schon mal ein bisschen Leben gekriegt, ne? Die können durch Wände schießen, das ist Cheating. Die dürfen durch die Wände schießen? What the heck ist hier los? Das werden ja immer mehr. Okay. Ja, vielleicht doch nicht so gut. Wir nehmen ein paar Unterstützungsslimes mit. Und nehmen die Zombies mit, das nützt nichts. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier gegen ankommen, sonst haben wir ein Problem. Schade! Weißt du, die können durch Wände schießen. Unsere Projektile, die bleiben hier irgendwo an der Wand hängen. Und die dürfen munterfröhlich durch die Wände durchholzen. Das ist aber schwierig. Das war sehr schwierig. Dazu sehen, dass wir hier irgendwas upgraden. Ja, einfach alles durch die Wände durchholzen, weiß ich. Ich stehe daneben und ast mir hier ein, abschwitzt mir hier ein Wolf. Zu gucken, dass ich hier nach Möglichkeit noch irgendwas hinkriege. Und die so, ah, ja, ja, durch die Wände. Schieß doch einfach durch die Wände auf die Gegner. Ist doch kein Problem. Den kriegen wir schon klein. Nope, das war's. Dunkel. Oh, fast. 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 Gute Lieben, aber ich würde sagen, das war mal die erste Folge dazu. Ich nehme jetzt gleich noch eine zweite auf und versuche das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen in abgewandelter Form. Und ja, ich hoffe, euch hat das Spiel bis hierhin gefallen. Ich kann es nur ganz klar empfehlen. Wie gesagt, es ist halt ein Spiel, was ein bisschen sich anders spielt. Aber es ist eine gute Herausforderung, muss man sagen. Es ist eine wirklich gute Herausforderung. Kann man mal machen.
In dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Runde. Haut drin, macht's gut und tschüss.